Willkommen zurück zu James Bond Moonwaker streng geheim von 1979. Unsere mittlerweile 11. Episode, in der wir über die Bond-Filme reden, die wir beide zum allerersten Mal schauen. Diesmal nicht nur im Audio, sondern auch im Videoformat, wie immer ihr das am liebsten haben wollt. Moonraker ist ein Film von 1979. Es gibt Bond jetzt schon fast 20 Jahre. Und das Einspielergebnis liegt bei damalig sehr krassen 210 Millionen, was heute ungefähr 744 Millionen Dollar umgerechnet werden. Und was genau bei Moonraker passiert, wenn denn was passiert, das erzählt euch jetzt der Mirko. James Bond 007 Moonraker beginnt in luftigen Höhen beim Transport eines Raumschiffes namens, wer hätte es gedacht, Moonraker. Doch das Raumschiff soll seinen Bestimmungsort nicht erreichen, denn mitten im Flug wird der Antrieb gestartet und die 747, die die Moonraker transportierte, wird zerstört und das Raumschiff entführt. Um diesen Umstand zu klären, wird Bond vorerst nach Kalifornien geschickt, um sich beim Erbauer der Moonraker, Drax Industries, umzuschauen. Dort trifft Bond nicht nur auf Sir Hugo Drax, der sich als extrovertierter Superreicher herausstellt, sondern auch auf NASA-Wissenschaftlerin Holly Goodhead und Drax Leibwächter Chang. Während Goodhead abgelenkt ist, versucht Chang, unseren guten Bond in einer Zentrifuge zu Matsch drücken zu lassen. Der Versuch schlägt fehl, dafür wissen wir jetzt endgültig, wer Bonds Gegenspieler in diesem Film ist. Nur, warum? Des Nachts schleicht sich Bond in Drax Büro und findet Hinweise auf eine Glasmanufaktur in Venedig. Am nächsten Tag entkommt Bond gelassen einem weiteren Mordversuch und macht sich auf den Weg nach Italien. Dort angekommen trifft Bond zu seiner Verwunderung erneut auf Holly Goodhead. Sie gibt vor, einen Vortrag dort halten zu müssen und will mit Bond augenscheinlich nichts zu tun haben. Um den Schock einer seltenen weiblichen Zurückweisung zu verarbeiten, macht Bond eine Gondelfahrt durch Venedig. Nach der obligatorischen Verfolgungsjagd macht Bond sich per Luftkissenboot über den weltbekannten Markusplatz aus dem Staub. Des Nachts schleicht Bond sich in besagte Glasmanufaktur ein und entdeckt dort ein geheimes Labor. Er klaut eine der da genutzten Fiolen mitsamt Inhalt und sieht noch, wie zwei Mitarbeiter nach dem Zerbrechen von einer Fiole elendig zugrunde gehen. Erstaunt stellt Bond allerdings fest, dass die ebenfalls im Labor befindlichen Ratten unbeschadet überleben. Er entdeckt außerdem, dass das augenscheinliche Gift nach Rio de Janeiro verschifft werden soll. Kurz darauf wird er von Henchman Chang angegriffen, der daraufhin eine zeitlose Todesszene bekommt, indem er durch einen Uhrturm in den Abgrund gestoßen wird. Daraufhin besucht Bond Holly Goodhead und stellt fest, dass sie für die CIA arbeitet und sich ebenfalls für das Verschwinden der Moonraker interessiert. Wer hätte es gedacht? Bond reist nun nach Rio, um sich dort auf die Suche nach Spuren zur Drax Corporation zu machen. Dort trifft er auf einen neuen Henchman und alten Bekannten namens Beißer. Nach mehrmaligem Hin und Her und diversen Kämpfen mit Beißer finden Bond und die mittlerweile ebenfalls in Rio befindliche Goodhead heraus, dass Drax seine Lager leerräumen lässt. Beißer verliebt sich unterdessen in eine kleine blonde Frau und Holly Goodhead wird entführt, während Bond entkommen kann. Daraufhin macht sich Bond auf den Weg ins brasilianische Ausbildungslager des MI6, wo Q ihm mitteilt, dass das von Drax produzierte Gift zwar Menschen, allerdings keine Tiere und Pflanzen tötet. Bond begibt sich daraufhin in den Amazonas, um die Pflanze zu untersuchen, auf der das Gift basiert. Dort findet Bond die Basis von Drax, in die auch Dr. Goodhead verschleppt wurde. Sie werden zusammen gefangen genommen, können sich jedoch befreien und als Piloten verkleidet mit Drax und diversen Raumschiffen der Basis in Richtung einer Raumstation im Weltraum entkommen. Sehr logisch. Nun lernen wir auch endlich Drax Plan kennen. Er möchte mit dem Gift die Menschheit ausrotten und mit den Passagieren auf seiner Raumstation eine Superrasse entstehen lassen, mit sich selbst an der Spitze natürlich. Bond und Goodhead können unterdessen die Tarnvorrichtung der Raumstation deaktivieren, damit diese von der Erde aus sichtbar ist. Daraufhin schicken die USA eine Marines-Einheit auf den Weg. Nach einer Laserschlacht im Weltraum zwischen Marines und Besatzung der Raumstation schlagen sich Beißer und seine Freundin auf Bonds Seite, da diese nach Drax Plan ebenfalls ausgelöscht würden. Schlussendlich stellt Bond Drax und tötet ihn mit Hilfe eines Giftpfeils aus seiner Armbanduhr. Danach schickt er ihn auf einen letzten, wunderschönen Weltraumspaziergang. Die Marines machen sich auf den Rückweg und während die Raumstation nach und nach auseinanderfällt, ermöglichen Beißer und seine Freundin Dolly, Bond und Goodhead die Rückreise in Richtung Erde, bevor auch Beißer und Dolly selbst sich mit Drax Rettungskapsel von der Station retten können. Und der Film heißt nicht umsonst Moonraker. Wir beide hatten schon vorabgehende Informationen gesammelt aufgrund unserer Recherchen und jetzt darfst du mal sagen, was hast du erwartet?
Ich habe ein bisschen Schiss gehabt, muss ich sagen. Also, diese Vorab-Informationen, die wir hatten, die ja, haben sich sehr darauf spezialisiert, dass Bond jetzt quasi so ein bisschen auf der Star Wars, Sci-Fi-Weltallwelle mitschwimmen will. Und ich muss sagen, ich habe Bedenken gehabt. Denn, also, der grundsätzliche Plan war ja eigentlich, dass For Your Eyes Only, ich glaube, so heißt der nächste Film auch, oder auf den 77er-Film folgen sollte. Und sie haben sich ja relativ kurzfristig umentschieden, haben gesagt, nee, wir machen jetzt Star Wars, nur im Bond-Universum. Und da hatte ich ein bisschen Bedenken. Ich habe mir auch nur aufgeschrieben, mir schwante Böses. Wirklich Böses. Denn das war ja der alleinige Gedanke dieses Films. Wir wollen jetzt Kohle machen und das ist ja auch nicht verwerflich. Das ist ein Film und damit muss er Kohle machen. Aber dass man sagt, okay, Star Wars ist jetzt erfolgreich, Science Fiction, da gehen wir mit, ohne zu überlegen, ob das überhaupt passen könnte. Also, ich hatte kein gutes Gefühl vor dem Film, um spoilerfrei zu Vor allen bleiben. Dingen auch in einem Franchise, das ohnehin immer richtig viel Kohle abgeworfen hat. Also es ist nicht wirklich die Not da gewesen zu sagen, okay, wir müssen jetzt James Bond irgendwie reviven. Der hat jetzt die letzten Male keinen krassen Weltrekord aufgestellt. Weiß ich nicht, ob das so eine nötige Entscheidung gewesen ist, dann zu sagen, okay, wir brechen jetzt einfach aus unserem grundsätzlichen Plan aus und gehen einfach ins Weltall. Aber wie wir das gefunden haben, da kommen wir dann später noch zu. Tatsache. Gedreht wurde er 1979. Es gab ein Buch von Ian Fleming, oder ich glaube, es war eine Kurzgeschichte, ich weiß es nicht, mit dem Titel Moonwaker. Das ist gemeinsam mit dem Namen des Bösewichts das Einzige, was der Film mit dem Buch gemein hat. Denn ich meine mich zu erinnern, da geht es um eine kleine Rakete, die irgendwie London zerstören könnte. Vielleicht. Und da ist dieser Film dann doch relativ weit weg von. Geschrieben wurde von Christopher Wood, dessen zweiter und damit auch letzter Film das war, nachdem er bei Der Spion, der mich liebte, schon mitgeschrieben hatte, immerhin. Dann mache ich gleich weiter. Ja, Christopher Wood. Da liegt irgendwo der Gag auf der Straße, aber ich lasse ihn jetzt einfach mal liegen. Das Intro. Das Intro, das Intro. Ich bin sehr gespannt. Was sagst du zum Intro? Also ich bin wirklich gespannt, nicht nur als Floskel. Ja, das Intro, das ist mir tatsächlich positiv aufgefallen. Ich bin immer noch der Meinung, dass der Inhalt, also wirklich nicht die Art, wie es dargestellt wird, sondern die Art, was dargestellt wird, das kann jetzt nach so mittlerweile fast 20 Jahren, das darf sich auch gern mal verändern. Das darf mal ein bisschen näher am Film sein und darf auch ein bisschen weiter weg von, es werden hier quasi Bond-Girls dargestellt. Aber grundsätzlich, die Art und Weise, wie es gezeigt wurde, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Beziehungsweise, es hat mir deutlich besser gefallen als der Großteil der vorangegangenen Intros. Ich muss allerdings einen kleinen Minuspunkt geben. Die Art und Weise, wie in das Intro eingeleitet wurde, hat in mir fast körperliche Schmerzen hervorgerufen. Wie war das? Sag nochmal. Das war der Slapstick-Fall von Beißer in Ja. das silhouettenhafte Zirkuszelt. Also da habe ich kurzzeitig an mir und an allem gezweifelt. Ja, gequincht habe ich, glaube ich, wie die Kids von heute sagen, als er aus 8 Kilometern Genau. Höhe herunterfiel und aufgefangen wurde. Und das auch noch dazu, also ein Soundeffekt, wo ich mir dachte, wow, Bruder, Muss also los. nee, nee, wirklich nicht. Ich fand Ah. das, also das Intro besser als einige der letzten, aber nicht besonders geil. Im Grunde so wie der Song auch von Shirley Bassey, ich glaube ihr dritter inzwischen. Ja, dritter und letzter Der für James kam Bond. für mich nicht an die anderen beiden ran, vom Refrain her, einfach von der Wiedererkennbarkeit. Das war ein guter Song, aber für mich nicht auf der Höhe der anderen beiden. Ich fand das Intro okay. Aber irgendwie, also Broccoli hat, Broccoli, das ist der Produzent, jetzt auch für die, die vielleicht neu dabei sind, hat gesagt, allein das Intro hat mehr gekostet als der gesamte erste Spielfilm, also als Dr. No. Das sieht man ihm aber nicht an, also bei Nee, aller Liebe das nicht. meine ich. Ich bin aber allerdings, und während dieses Intros, was relativ lang ist, bin ich in die Frage gekommen, was ich mir eigentlich vorstelle von einem James Bond Intro. Und ich bin darauf gekommen, wahrscheinlich coole Animationen, irgendwie die Namen ein bisschen künstlerisch aufgearbeitet,
Aber da sind wir noch relativ weit weg von. Weißt du, so eine zusammenhängende Animation von mehreren grafischen Szenen oder so, Graphic Novel Style, sowas. Sind wir noch weg? Ja, irgendwie sowas in die Richtung oder wirklich zusammenhanglose, coole Stunts von Bond oder sowas im Hintergrund, während die Namen eingeblendet werden. Irgendwie sowas. Da bin ich komplett bei dir. Das ist bislang noch nicht das, was ich mir von einem Bond vorher eigentlich so vorgestellt hätte. Ich möchte auch noch mal ganz kurz ein paar Worte zu dem Song von Shirley Bassey loswerden. Und zwar bin ich da komplett d'accord mit dir. Ich finde den Song immer noch wirklich gut und tatsächlich auch besser als die meisten Bond-Songs bislang. Aber es ist mit Abstand ihr schwächster Song von den dreien, die sie produziert hat. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass sie relativ spät in der ganzen Schaffensphase erst dazugeholt wurde und sie hat den Song selbst für sich meist gar nicht so wirklich angenommen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie den irgendwann später auch mal live Ich gespielt hat. habe irgendwo gelesen, dass sowohl Frank Sinatra als auch Kate Bush in Frage kamen. Genau, Kate Bush hat, glaube ich weiß gar nicht warum, aber sie hat abgelehnt auf jeden Fall. Und Frank Sinatra haben sie in dem Zuge übrigens auch direkt angeboten, dass er Hugo Drax spielen soll. Es wäre ein anderer Film gewesen. Also, das, ja, tatsächlich. Also, damit kann ich auch einen meiner Fun Facts direkt gerade schon streichen. Ja, Kate Bush hat Den, ja den. 3 Jahre später Stranger Things den Song gemacht, 82, wo die Serie ja spielt. Das war ja kurz darauf, Genau. deswegen hatte sie auch keine Zeit. Das ist jetzt ein True Fact. Sie musste absagen, weil sie halt für Stranger Things schon gebucht war. Ja. Und ich muss sagen, der Song ist so fantastisch. Das war es wert. Ist okay. Hat sich gut entschieden. Der Cast. In den vorangegangenen 10 Filmen haben wir immer wieder geguckt, wer eigentlich noch lebt. Du hast eben schon gesagt, inzwischen kann man gucken, wer nicht mehr lebt, weil das die geringeren Leute sind, was eine gute Sache ist. Definitiv. Dann würde ich trotzdem gern mit Bernard Lee anfangen. Ja, Bernard Lee, M, ist leider sein letzter Film, sein letzter Bond-Film. Also ich habe mich sehr an ihn gewöhnt. Ich weiß ehrlich gesagt, ich glaube, Judi Dench spielt irgendwann in der Jetztzeit mal M, der Charakter, der von verschiedenen gespielt wurde. Ich tue mich jetzt aber schon schwer, im 12. Film im nächsten mit dem neuen M klarzukommen. Ich freue mich ein bisschen drauf, weil das eine Herausforderung wird. Aber ich tue mich ein bisschen schwer, weil ich ihn echt lieb gewonnen habe. Ich mach mir wenig Sorgen, dass es überhaupt nicht funktionieren könnte, denn wir haben jetzt den dritten Bond und kommen damit klar. Ich gehe davon aus, dass sie auch M gut nachgecastet haben. Aber er wird sicherlich sehr, sehr fehlen. Genauso wie ich jetzt auch schon Angst davor habe, dass Q irgendwann ausgetauscht wird. Also, oder Moneypenny, die hat ja nur eine wirklich ganz, ganz kleine Rolle und ich habe das Gefühl, die wird von Film zu Film kleiner, aber jedes Mal, wenn sie on screen ist, geht mir das Herz auf. Auch da hab ich ein Es bisschen sind nur Angst noch vor. Sekunden gefühlt. Im Grunde geht Bond nur noch an ihr Ja. vorbei, vorbei zu M. So, das ist inzwischen ihre Rolle. Trotzdem Ja. cool. Q sah auch schon in Dr. No so aus, als müsste er in Rente gehen bald. Der ist Ja, aber auch das nicht stimmt. wirklich gealtert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt der Schauspieler zu dem Zeitpunkt ist und wann er tatsächlich geht. Das weiß ich auch nicht genau. Ich lasse mich davon in Anführungsstrichen überraschen. Aber ich muss auch sagen, M ist mir auch aufgefallen in diesem Film, oder wie heißt er jetzt nochmal? Bernard Lee. Ist mir tatsächlich aufgefallen, dass er ein bisschen ungesund schon aussah. Oder zumindest etwas älter, als ich ihn von den letzten Filmen in Erinnerung hatte. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich tatsächlich noch nicht, dass das auch wirklich sein letzter Film ist. Von daher, ja, es war fast abzusehen, dass das nicht mehr allzu lange dauert, bis er, ja, kein Schauspieler mehr ist. Extrem tragische Hintergrundgeschichte, die wir jetzt. Ich glaube, wir haben sie irgendwann mal angerissen, müssen wir jetzt auch nicht nochmal Ja. aufdröseln, kann jeder nachlesen, aber keine Ja, schönen letzten also. Jahre gehabt. Nee, ist nachlesenswert. Vor allen Dingen finde ich auch spannend, was seine Witwe dann in den Jahren danach noch gemacht hat. Das finde ich sehr, sehr eindrucksvoll und ja, ist auf jeden Fall lesenswert, aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt hier außen vor. Wer war denn sonst noch dabei, außer der Roger? Außer der Roger. Ich kann dir zumindest sagen, wer jetzt noch alles dabei ist, quasi im Real Life, alle, die noch am Leben sind, und das wird erfreulicherweise eine lange Liste. Damit zum einen Jean-Pierre Castaldi, ein wunderschöner Name. Das ist der Flieger des Privatjets, aus dem Bond geworfen werden soll, hier ganz am Anfang des Films.
Dann haben wir Anne Lonnberg, das ist die Henchwoman von Drax, die im Museum unter anderem auch die Führung da leitet. Dann haben wir Lila Schenner, das ist die Hostess im Privatjet zu Beginn des Films. Also aus diesem Privatjet am Anfang des Films ziehen wir jetzt mal Beißer ab, der sich ja quasi versteckt hat. Leben tatsächlich noch alle außer Bond. Dann haben wir noch Blanche Ravalek, das ist Dolly, also die Freundin von Beißer, die kleine blonde Dame. Dann haben wir Emily Bolton, das ist Manuela, die Kontaktfrau von Bond in Rio. Dann haben wir Toshiro Suga, das ist Chang, der Henchman von Drax, der Asiatische. Dann haben wir Corinne Clery, das ist im Film Corinne Dufour, die französischen Namen bringen mich um. Das ist die Pilotin von Drax, die sehr auf, also wie ich finde, sehr, sehr eklige Art und Weise zwar offscreen gekillt wird, aber von den Hunden da gejagt und dann augenscheinlich zerfetzt. Dann haben wir natürlich auch noch am Ende, es muss ja sein, Lois Childs als Dr. Holly Goodhead, die auch Gott sei Dank noch bei bester Gesundheit ist. Das weißt du mit Sicherheit? Also? Dass sie noch lebt. Bei bester Gesundheit, das habe ich jetzt mal angenommen. Und gewünscht. Wir können es nur hoffen. Aber ich gehe stark davon aus. Ich meine, Lost Childs ist zumindest im letzten oder vorletzten Jahr, ich werde das hier live einmal kurz factchecken, noch als Schauspielerin aktiv gewesen. Also ganz so scheiße kann es ihr höchstwahrscheinlich nicht gehen. Warte mal, ich factchecke das einmal. 75 Jahre alt, sieht jetzt nicht unbedingt, naja, okay, 2006 ja, der letzte Film. Ist ja vor fast 20 ja, Jahren gut. Bald. Das ist schon gut. Ja, ich sag mal, also gefühlt war es gestern. Aber Great Gatsby dabei, dem ersten. Also von in den 70ern. Oh. Naja. Stark, stark. Das war der Cast, der wie ein Gips an unserem Bein hing und jetzt sind wir ihn losgeworden. Ganz genau. Ich habe noch einen Fakt und zwar bezüglich Oscar-Nominierung. Da gab es nämlich eine. Und zwar für die Best Visual Effects. Aber ihr habt es gehört, ich habe gesagt Nominierung. Kannst du mir vielleicht zufällig sagen, wer im Jahr 1979 stattdessen, oder ich glaube, die Verleihung war 1980, aber für das Jahr 1979 stattdessen in dieser Kategorie den Oscar gewonnen hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eine Fangfrage ist. Ist es Krieg der Sterne? Nicht ganz. Das hatten wir, glaube ich, im letzten Teil. Aber es ist tatsächlich Alien. Oh, das wäre mein zweiter Pick jetzt gewesen. Scheiße. Ja. Ah. Alien. Schade. Ich hätte dir noch einen Guess geben sollen. Das nehme ich auch mal. Sonst war ich noch bei Blade Runner, aber ich glaube, der war ein bisschen später. Also ja, Alien hätte ich jetzt spontan auch gesagt, aber ja, Alien hat gewonnen. Ich denke, da braucht man sich da noch nicht verstecken. Kater damals. Wir gehen rüber in den tatsächlich dritten oder zweiten Teil. In irgendeinen Teil. Jetzt. Bleibt dran. Und im zweiten Teil werden wir traditionell erstmal gucken, wo die Filme gedreht wurden. Denn während James Bond zwar durch die gesamte Welt reist, kann es sein, dass die Filmcrew durch irgendwelche anderen Teile der Welt reist, um uns glauben zu machen, dass es an Ort A gedreht wurde. Obwohl es alles in Studios war oder ob sie exotische Fische in einem Shot irgendwie, ob sie das ganze Team nach Japan schicken, um da eine Unterwasseraufnahme zu machen. Alles schon gegeben. Lieber Mirko, wo waren wir denn dieses Mal? Wir waren überall. Wirklich überall. Ich beginne mal mit Brasilien. Da waren wir unter anderem in Rio de Janeiro, genauer gesagt an der Avenida Carioca oder Cariosa. Dann waren wir auf dem Zuckerhut und an einem Hotel, das nicht näher benannt ist, an der Copacabana. Außerdem haben wir uns da in Brasilien, nicht in Rio, die Wasserfälle von Iguazu angeguckt. In Frankreich waren wir auch unterwegs, unter anderem im Untergrundsystem Louvry-Gargon, am Flughafen Charles de Gaulle, im Centre Georges Pompidou, da tatsächlich in der fünften Etage, nirgendwo anders, nur in der fünften Etage. Dazu möchte ich einen kleinen Funfact raushauen, denn vor diesem Centre Pompidou stand ich damals schon. Das ist ein sehr, sehr schönes Gebäude. Wir waren allerdings auch in zwei Studios, das dürfte auch eine Neuerung sein, in Paris. Einmal im Boulogne-Studio und im Billancourt-Studio. Und natürlich haben wir in Melun das Château de Vaux-le-Vicomte gesehen. Allerdings, ja, es steht in Frankreich. Im Film ist es in Kalifornien. Wir haben einen kurzen Abstecher nach Guatemala gemacht, bevor es dann
irgendwann auch nach Italien ging, da waren wir natürlich ganz viel in Venedig unterwegs. Man könnte auch sagen nur. Und zwar, dort haben wir gesehen den Markusplatz, den Canal Grande, den Ponte Fascarini, die Galleria Caresinoco, Resonico, fuck off, den Rio di Santa Caterina, den Torre del Orologio, das Hotel Danelli und den Piazzetta dei Leoni, 314, um da genau zu sein. Außerdem natürlich, relativ zu Beginn des Films, waren wir auch in den Vereinigten Staaten, unter anderem in Palmdale in der Rockwell International Assembly Facility. Außerdem haben wir gesehen die Vandenberg Air Force Base, den LA International Airport und St. Lucie County. Das waren jetzt alle Orte und ich finde, das reicht auch. Und wow, es wäre cool, wenn sich in Zukunft auf die Orte beschränkt würde, die ich auch aussprechen kann. Es tut mir leid an alle Franzosen, Brasilianer, Guatemalteken, Italiener. Und ich glaube, die USA habe ich einigermaßen hingekriegt. Im Weltraum waren sie auch, das hast du vergessen. Das wurde ja tatsächlich im Weltraum gedreht. Ja, das stimmt. Man konnte nur nicht genau bestimmen, wo im Weltraum. Deswegen hat man das einfach rausgelassen auf Wikipedia. Ist USA. Aber ja, das quasi. Stimmt. Ja, stimmt, das ist alles USA. Da war was. Bevor wir zu den Verfolgungsjagden kommen, nochmal zum Thema des Films. Und das Thema des Films ist ja, wie kriegen wir Star Wars hin? Ja, es wird in der zweiten Hälfte des Films sehr offensichtlich, dass genau das Thema ist. Es sehr stark. Ich hatte wirklich, also am Anfang ging es ja, ich sag mal die erste Stunde ungefähr, passiert ja wirklich nicht viel Star Wars-mäßiges. Ja, war ein normaler Bond bis dahin eigentlich. Irgendwo kippt es und du hast wirklich das Gefühl, die Filmemacher haben Star Wars gesehen während des Drehs und sich gesagt, nee, stopp, jetzt, wir brauchen Star Wars, wir brauchen alles Star Wars. Und ich fand in dem Zusammenhang, dass das Ende nicht ersichtlich war, aber nicht im Positiven von wegen Plot-Twist, sondern das geht nicht aus der ersten Hälfte des Films hervor. Ich fand die Eskalationsstufe sehr krass. Was ich spannend fand, war, dass du nach gefühlten anderthalb Stunden noch immer nicht gewusst hast, was genau denn Drax überhaupt will. Also nicht mal ansatzweise. Okay. Und ehrlich gesagt, das ist, ich hab tatsächlich eine Verständnisfrage an dich, weil ich sie mir vorhin gestellt habe, als ich noch mal so ein bisschen die Szenen durchgegangen bin, auch für unsere Rankings, die jetzt später noch folgen. Ich habe eine Verständnisfrage an dich, die ich extra nicht mehr gegoogelt habe und ich habe sie nicht verstanden. Warum genau hat Drax jetzt am Anfang die Moonraker geklaut? Es war doch seine eigene. Ja. Erstmal möchte ich anfügen, du hast gesagt, nach eineinhalb Stunden hast du nicht verstanden, was sein Plan ist. Ich habe es auch nach dem Film nicht wirklich verstanden. Also auch als es vor... Ich habe es verstanden. Ich habe es zwei, drei Mal noch nachgelesen. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich meine, er lässt doch im Nebensatz fallen, dass eine seiner Raketen kaputt gegangen ist und er brauchte die halt. Ist das scheiße. Oh Gott. Zumal das ganze Ding ausgeliehen ist. So, es war doch eher auf dem Weg zurück in die USA, oder nicht? Ja, ey, wir kommen noch zum Bösewicht. Das ist eine eigene Kategorie, aber das muss es hier auch sein. Ja. Denn, wow. Naja. Das ist wirklich, wow. Aber in dem Zusammenhang gleich meine Frage. Transportiert man Raketen auf Flugzeugen? Ist das ein Ding? Und das ist ernst gemeint. Ich kann es dir nicht sagen. Wir sehen am Anfang des Films... Ich würde jetzt spontan sagen, nein. Transportflugzeug quasi eine Rakete auf dem Rücken hat. Weil, wie willst du die Dinger sonst von A nach B bringen? Das macht schon Sinn. Eine 747 möchte ich anmerken. Wir wollen ja hier ganz genau sein. Ja. Es ist eine 747. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir eigentlich fast so nicht vorstellen. Ich hätte gedacht, dass die Einzelteile quasi von A nach B gebracht werden. Dann irgendwo in der Nähe des Startplatzes werden die zusammengebastelt. Und dann bringt man die so ganz langsam mit Spezialgerät dahin, wo sie starten soll. Aber dass man so ein Ding von A nach B fliegt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Zumal, also selbst wenn das funktioniert, also ist es physikalisch möglich, dass das startet, dass die Rakete startet? Weil sie hat ja A, kein Boden, weißt du, wo der Raketendruck gegenlasten kann, um abzuheben. Und ja. B, würde das Flugzeug doch dematerialisiert werden. Also ich glaube, den Boden braucht es nicht.
Denn ich denke mal, diese Antriebsdinger da, wir sind hier, also die Ingenieure schlechthin hier, die Antriebsdinger, die, wo das Feuer rauskommt, ne? Ich glaube, die dürften tatsächlich genug Antrieb, Power haben, um das Ding von A nach B zu schießen. Nur frage ich mich, also die werden noch immer ultra krass gekühlt auch vor den Start. Ich weiß es nicht. Und wenn das nicht klappt, dann wird das entweder abgebrochen oder das ganze Ding fliegt in die Luft. Das kann ich mir ja auch fast nicht vorstellen, dass das da oben so... Ich weiß es nicht. Aber seien wir ehrlich, das ist das geringste Problem im Plot. Es ist aber eine... Also, ich meine, es ist eine von zwei Raketenfragen, die ich habe. Da fängt es schon mal an. Denn später startet die Rakete ja auch innerhalb dieses Kraters der Höhle. Und da, also macht es Sinn, eine Rakete in einem Raum zu starten? Da kann ja der gesamte Druck... Und ja, wow, die haben einen Luftschacht. Bond geht 20 Meter in den Luftschacht und du willst mir erzählen, das Raketentriebwerk, die Hitze und Energie ist dann nicht mehr da. Exakt das habe ich mir auch gedacht. So, du kannst, also, er sagt so, keine Ahnung, 10 Sekunden noch oder so. Wenn du nicht gerade auf einem, was weiß ich, Freeway bist und du bist im schnellsten Auto der Welt unterwegs, wenn du das nicht unbedingt schaffst, dann sind 10 Sekunden... einfach zu wenig Zeit, um da wegzukommen. Also ich bin mir relativ sicher, dass der Film da hätte enden müssen. Die gesamte Reihe im Grunde. Ja, weil er eigentlich schon. War. Ja. Also, ja, ganz, ganz, ganz wilde Story. Apropos wild, Venedig. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wollten mal einen Slapstick-Film raushauen. Wie er mit diesem Luftkissenboot da über den, wie heißt er, Markusplatz tuckert. Ja, ich dachte und ich wollte diesen Satz schon immer realistisch raushauen. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Also ich dachte es wirklich. Ja. Es wirkte wie eine ganz ist einfach Austin platte, Powers. Schlechte Bond-Parodie. Sie haben auch, ich weiß, das war irgendeine klassische Musik, die sie drunter gelegt haben. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Aber so eine ganz irre, lustige Musik. Und er fährt mit seiner Luftkissengondel mit Tempo 15 über diesen Marktplatz. Wahnsinn. Also ich saß da mit offenem Mund und ich kann nicht sagen, ob positiv oder negativ. Bis heute nicht. Und alleine auch schon, wie diese ganze Geschichte angefangen ist. Also diese Verfolgungsjagd mit der Gondel, die also random auf einmal auch einfach so eine MI6-Gondel ist, was das vorher auch MI6 so keiner wirklich auf dem Schirm hatte. Aber gut, das ausgerüstete Hightech-Gondeln, das musst du dir reinziehen. Für welche Fälle? Ja, für den Fall... Vor allen Dingen für den, offensichtlich für den Fall, dass einfach eine Beerdigungsgondel, von denen ich auch nicht wusste, dass es sie gibt, durch die Gegend tuckert und der Typ auf einmal aus dem Sarg kommt und Bond töten will. What the fuck? Also, Leute, das ist so geforst. Wow. Ja, auch warum sie in Venedig waren, aber das später. Venedig war Wahnsinn. Wahnsinn trifft es. Es war einfach ein Fiebertraum, von vorne bis hinten. Alles ab der halben Stunde Marke war eigentlich ein Fiebertraum. Ach, ich möchte dann nur noch ganz kurz die Wissenschaftler ansprechen, die ohne Schutzanzug in einem abgeschlossenen Raum rumrennen mit giftigen Weltzerstörungsgiftkapseln. Ja, wow, also das ist selbstgewähltes Schicksal, dass ihr da sterbt, ne? Absolute Vollprofis, zumal diese Fiolen jetzt auch nicht wirklich klein sind. Also du hättest schon sehen können, dass das da runterfallen könnte. Vor allen Dingen, wenn du weißt, dass dein Leben davon abhängt. Und du dafür verantwortlich bist. Für diese Kapseln, für dieses Labor. Und du trägst so eine Kiste rum. Ja. Also wirklich, das war auch ganz, ganz gruselig. Ach, ich habe so viele Fragen. Naja. Es gibt, glaube ich, keine Antwort. Ich möchte mein Zitat des Films kurz raushauen. Das ist okay. nach der Gondelszene, nicht nach der Gondelgondel, sondern nach der Seilbahngondel. Da fällt Bond runter zusammen mit seiner Frau und sie fragt ihn noch, did you break something? Und er sagt nur, only my tailor's heart. Und das hat mich sehr abgeholt. Da musste ich ehrlich lachen. Weiß ich nicht. Fand ich gut. Und vielleicht aber auch nur, weil das davor alles nicht so gut war. Aber das möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Folge erwähnen. Ja. Mein Gott, was ein Film. Ich habe einen ersten Fun-Fact. Ja, das schon. Oh, okay. Und zwar der Fallschirmsprung am Anfang. Der verdammt gut aussieht. Es sind ungefähr 2 Minuten. Und warum sieht er so gut aus? Das dachte ich mir auch am Anfang des Films.
Also warum ist das so gut? Das liegt A daran, dass sie 88 Sprünge über 5 Wochen gemacht haben, um diese Szene zu drehen. Boah. Was viele sind. Also es waren 2 Stuntmen und der Fallschirm war irgendwie in den Anzug eingenäht und natürlich war der nur ein Prop, mit dem sie da gespielt haben. Ein dritter Stuntman hatte so eine 8-Kilo-Kamera irgendwie auf seinem Helm drauf und hat das gedreht. Das ist schon krass. Dennoch habe ich mich gefragt, also 2 Minuten freier Fall, wie lange fällt man denn? Dieser Baumgartner oder wie der heißt damals, ist doch maximal 30 Sekunden gefallen und der war im Weltraum. Ja, der ist schon ein bisschen länger gefallen. Aber 2 Minuten für einen Flug, also für einen Fall aus einem Flugzeug? Ja. Wie schnell wird man? Also ich bin da jetzt kein Experte, aber das kann schon... Ich weiß es nicht. Kann schon gut sein, oder? Hatte Spaß. Geile Szene. Ja, das war wirklich... Ich fand den Beginn des Films insgesamt eigentlich ziemlich angenehm. Also eigentlich alles bis nach Kalifornien fand ich super. Da hat mich der Film voll abgeholt. Da hatte ich richtig Bock. Ja. Dann du. Ja, dann hau ich hier nochmal einen Fun-Fact raus. Und zwar sind wir auch bei dieser Gondelszene, allerdings auch bei der zweiten. Und da zerbeißt Beißer auch wirklich in absoluter Realitätsmanier ein riesen fucking Stahlkabel. Aber... Wie ich herausgefunden habe, ist dieses Kabel nicht aus Stahl gewesen, sondern aus Lakritz. Das stimmt und ich... Na, ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, was wow, von den beiden widerlicher schmeckt. Ab. Ich habe mir aufgeschrieben, das Kabel, das er durchbeißt, ist aus Lakritz, Strich. Da hätte ich ja lieber auf Stahl gebissen. Jetzt hast du einfach beides davon weggenommen. Danke dafür. Das tut mir leid. Also ich glaube wirklich, ich hätte lieber auf Stahl gebissen, weil in so ein riesiges Lakritzstück zu beißen, ich glaube, da habe ich wochenlang was von. Das kriege ich nicht weg. Das ist schon eklig, ja. Dann übernehme ich nur noch den Spielberg jetzt, denn der Code für die Tür des Geheimlabors war natürlich die Melodie aus Unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg. Das wurde extra erlaubt von dem Maestro himself, der hat dafür später in die Goonies die Bond-Melodie eingebaut. Sowas finde ich immer sehr, sehr süß. Das finde ich auch schön, ja. Und er hätte auch fast den nächsten Film directed, aber dann gab es von einem gewissen Star-Wars-Erschaffer so ein ganz neues Franchise, das er dann machen durfte. Ich glaube, das war mit irgendeinem Harry Bentley oder sowas. Irgendwas in der Art. Erwartet, war jetzt sogar witzig. Props. Danke. Also wirklich, für den habe ich mich fast geschämt und jetzt sagst du, ach, ich bin konstant verwirrt, ob meiner Comedy-Skills. Ich habe auf jeden Fall noch einen weiteren Fun-Fact, und zwar insgesamt sogar 4. Mach es. Beglücke die Zuschauer und alles Zuhörer. Alles klar, dann schieße ich einfach direkt durch. Und zwar haben wir mit Moonraker tatsächlich in Sachen Einspielergebnis den erfolgreichsten Film bis ins Jahr 1995, wo er dann von GoldenEye abgelöst wurde. Das ist tatsächlich, hat sich gelohnt, hier viel Geld zu investieren, zumindest an den Kinokassen. Es gibt ein einziges Mal, oder es passiert ein einziges Mal, dass Bond in diesem Film mit einer Waffe schießt. Krass. Und das ist tatsächlich, als er den Assassinen aus dem Baum schießt. Fantastische Szene. Nee, ja, aber halt nicht. wir haben uns sehr lange aufgehalten in Venedig. Und insgesamt hat sich die Filmcrew einen Tag länger da aufgehalten, als sie ursprünglich wollten. Denn während des Shootings ist tatsächlich Papst Johannes Paul I. gestorben. Und sie mussten da tatsächlich einen Tag lang komplett das Film niederlegen, weil die Glocken so laut geläutet haben, dass sie keine Chance hatten, irgendwas aufzunehmen. Und jetzt habe ich noch eine letzte Sache und ich glaube, die leitet uns schön weiter dann in den nächsten Teil unseres Podcasts. Das war zwar nicht der Film, für den sich Sir Roger Moore am meisten geschämt hat, aber in Zukunft wird er sich zumindest, oder hat er sich sehr, sehr oft über sich selbst und den Film und den Plot lustig gemacht. Und ich würde fast sagen, wer kann es ihm verdenken? Ich bin der Letzte. Mein Gott. Ja. Ja, wollen wir zu unseren Top-Orten gehen? Das machen wir. Aber erstmal kommt natürlich der erste Flop-Ort. Haben wir einen Flop-Ort? Seit wann haben wir einen Flop-Ort? Ich glaube, das haben wir jede Folge. Ich nehme jede Folge einen Flop-Ort mit rein. Ich glaube, wir hatten irgendwann anfangs mal gesagt, dass wir einen mit reinnehmen. Mach du deinen und ich improvisiere. Okay,
Du kannst meine auch gerne übernehmen, denn es ist wirklich ein wirklich ganz, ganz enttäuschender Ort. Und zwar das Bösi-Versteck von Drax im Amazonas. Das sah ultra billig aus. Das sah aus wie das Versteck im Vulkan aus dem, ich glaube, vierten Teil oder so. Nur halt mit zwei, drei Pflanzen mehr. Das sah ultra kacke aus, tut mir leid. Da erwarte ich von einem Bond-Bösewicht mehr. Vor allen Dingen, wenn er in Kalifornien so eine ultra geile Villa da rumstehen hat. Und dann einfach nur so eine Billo-Höhle irgendwo im Amazonas. Sorry, nee. Ich habe keinen Flop-Ort. Ich fand alle Orte geil. Punkt. Wir gehen, und das nochmal als Einleitung, nur nach den Orten. Es geht jetzt nicht um Szenenqualität und so. Es geht wirklich um die Optik der Locations. Und da ist mein dritter Platz tatsächlich der Zentrifugalraum. Oder wie auch immer man ihn nennt. Das Trainingscenter. Ich fand die Herleitung der Szene komplett bescheuert. Es macht gar keinen Grund, warum er sich da festschneiden lässt von einer Bösen, die dann aber ja doch gut war und die ihn, also, nee, kannst mir, das war einfach dumm, aber der Ort sah geil aus. Ich fand diesen Raum, wie er da in der Kapsel durch die Gegend geschleudert wird, das sah ziemlich cool aus. Ja, das wird ein kurzer Platz 3, denn es ist bei mir exakt derselbe Ort. Das ist auch die Zentrifuge in Kalifornien. Fand ich, war geil. Hat mich irgendwie so ein bisschen an irgendein Fahrgeschäft auf dem Rummel erinnert. Ist geil. Mein Platz 2 ist das Tempelversteck im Amazonas. Oh, oha. Aber nur der zweite Teil. Oha. Nicht der Teil, wo er mit dieser Puppen-Anaconda kämpft, sondern der danach. Denn sie haben tatsächlich mit diesen kleinen Transportautos und dem Flugzeug, was auch immer da rumstand, so ein bisschen Raumhafen-Feeling. Das ist eine 1:1-Kopie von Yavin 4 aus Krieg der Sterne. Also sie haben sowohl den Urwald als auch die Maya-Tempel und diese kleinen Autos und die Outfits der Leute, das ist 1:1 übernommen aus dem Star-Wars-Film. Oh Mann. Ja, bei mir geht's auch in Richtung Star Wars. Ich spreche allerdings von der Raumstation. Ich fand, also, wie wir diese ganzen Szenen da am Ende finden, da kommen wir später noch zu. Aber die Raumstation von außen sah geil aus. Die hatte was. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Mein Platz 1 ist die Raumstation auch von innen. Also, Storyplot hin oder her, das Ding war der Hammer. Also, die Set-Designer haben nicht enttäuscht. Brichst du einen Teil dieser ach nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich ziehe meine Aussage zurück und komme zu Platz 1. Ganz klar, also für mich, das war eigentlich, stand es schon fast fest, als ich es nur kurz gesehen habe. Natürlich die Villa, das Schloss von Drax in Kalifornien. Das eigentlich ja tatsächlich das Château de Vaux-le-Vicomte ist, aber meine Fresse, es ist geil. Das sieht so geil aus. Ich bin da übelster Sucker für sowas. Da äußere ich mich gleich zu, wenn es um den Bösewicht geht. Und jawohl. Da gehen wir jetzt nämlich hin. Der Bösewicht. Wir haben eine eigene Rubrik für den Bösewicht. Manchmal wird er gefeiert, manchmal gefeuert. Manchmal ist es ein Hm. Und in diesem Fall ist es Hugo Drax? Hugo Drax? Warum ist er ein Sir? Ist er ein Hugo Ritter? Drax. Was ist der? Möchte er Franzose sein oder ist er Franzose? Das wirkt für mich wie so ein Typ, der sich einen Sir-Titel einfach kaufen würde. Okay, also es ist eine englisch-französische Co-Produktion, die einzige in der James-Bond-Reihe, deswegen musste ein Franzose der Bösewicht sein oder zumindest irgendwas mit Frankreich. Ja, also Sir Hugo Drax. Das Schloss, was du erwähnt hast, soweit ich das verstanden habe, hat er Stein für Stein aus Frankreich verlegen lassen. Und ich meine, mich zu erinnern, dass im Nebensatz erwähnt wurde, dass er den Eiffelturm besitzt, aber nicht rüberbringen kann. Ja, irgendwie sowas. Ja, er wollte es kaufen oder es gab ein Veto, irgendwie so. Ich habe es nicht 100% mitbekommen. So ein Gagsatz von wegen, ja, warum bringst du nicht gleich den Eiffelturm rüber? Und dann wurde irgendwie gesagt, ja, der gehört ihm schon, aber da macht die Behörde nicht mit oder so. Also, das, ja. den Schreiberraum, da möchte ich auch drin sitzen. Das war eine brillante Idee von jemandem. Ich sag mal, es war Ende der 70er. Ihm gehört der Eiffelturm. Den Rest überlasse ich jetzt eurer Imagination, aber. Ja, nein. Der gute Drax hat nämlich den Plan, mit Gift die Menschheit zu töten und im Weltraum eine neue Herrenrasse zu
züchten, die dann auf die Erde kommt und weiterlebt? Genau, also der Plan ist quasi, er hat sich jetzt die Herrenrasse rausgesucht, die nach oben geschickt, will den Rest der Menschheit, allerdings nicht Pflanzen und Tiere, nur den Rest der Menschheit ausrotten und möchte dann quasi oben auf dieser Station eine Herrenrasse züchten, indem sich da fortgepflanzt wird. Und diese Kinder werden dann wieder auf die Erde geschickt, um die Bevölkerung wieder anzutreiben. Und er quasi ist der Führer dieser ganzen Herrenrasse. Er ist so quasi der Gottkönig. Okay, danke, ich übernehme. Also, mal von den offensichtlichen Löchern abgesehen in dem Plan. Ich möchte einmal ganz kurz hinzufügen, dass ich gelesen habe, dass sein Romanvorbild oder sein Kurzgeschichtenvorbild tatsächlich ehemaliger Nazi ist. Das dürfte jetzt wenig überraschen, aber das wollte ich einmal noch mal kurz als Hintergrund. Wäre mal ein interessanter Twist für einen Gegner. Hatten sie noch nicht. Die waren sehr auf Deutsch und manche hatten mit Vergasung zu tun, aber nicht offenkundig Nazi. Das stimmt, ja. Also mal abgesehen davon, dass das in vielerlei Hinsicht nicht funktioniert. Du musst ja Menschen haben, die tatsächlich in den Städten was machen. So, also wie viele Atomkraftwerke einfach explodieren würden zum Beispiel und so weiter. Also, das wäre ganz übel. Abgesehen davon würde, und auf der Raumstation sind ein paar Dutzend Leute, wenn wir sehr gnädig sind, vielleicht wenige hundert, die wir aber nicht sehen. So, würde die Menschheit nicht wegen Inzest in kürzester Zeit auch sterben? Also sterben würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Nicht signifikante aufgrund dieser ganzen incestuösen Geschichte da. Ja, weiß ich nicht, ob das. Dafür bin ich jetzt nicht tief genug da drin. Aber die Möglichkeit besteht, wobei, nee, eigentlich nicht unbedingt. Wenn du da jetzt zwei Pärchen hast und die kriegen ein Kind und diese beiden Kinder haben dann wieder Kinder, die sind ja nicht Bruder und Schwester. Meinst du, er hat niemanden da hochgeschickt? Das müsste eigentlich aufgehen. Ach, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, das könnte schon aufgehen. Dass die anderen Probleme, die du vorher angesprochen hast, die hebt das aber natürlich nicht ansatzweise auf. Mal ganz davon ab, dass der grundsätzliche Plot halt sowieso schon komplett bescheuert ist. Ja, aber selbst wenn. Also das glaube ich, brauche ich nicht so erwähnen. Also angenommen, da sind 100 Leute, das dauert ja Generationen. Wir reden über, also wirklich 7, 8 Generationen, bevor die eine kleine Kleinstadt bewohnen können und sich eine halbwegs funktionierende Gesellschaft aufbauen. Ja. Also, naja. Ja, super Plan. Das Beste am Plan ist, dass er für seine Glaskapseln, die das Gift beinhalten, die lässt er nicht industriell herstellen. Er beauftragt eine alteingesessene Glasbläserei in Venedig, die es übrigens im echten Leben gibt und die bis heute besteht. Ja, aber ich stelle mir vor, dass das relativ unwirtschaftlich ist. Naja, Wirtschaftlichkeit ist ihm, glaube ich, herzlich egal. Okay, ja, aber trotzdem finde ich gut, dass er einen Sinn für Kunst hat und sagt, nee, diese Glaskapseln, die müssen handgeblasen sein, bitte. Ja. Ganz wichtig. Meine Fresse, Sir Hugo Drax. Wollen wir zur Bewertung gehen? Oder hast du noch... Ich möchte ganz kurz eine kleine Lanze für Hugo Drax an sich brechen und vor allen Dingen auch für den Schauspieler, denn der Typ an sich, der hat mir eigentlich gefallen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein wirklich guter Bond-Villain hätte sein können, wenn der Plan nicht so über alle Maßen bekloppt wäre. Also das macht den Villain auf vielen Ebenen echt kaputt, aber an sich sein Auftreten, die Art, wie der Schauspieler schauspielert, das fand ich geil. Das fand ich super. Nur der Plan ist halt komplett Banane. Die haben einen potenziell wirklich guten Bösewicht komplett verhunzt. Und das nehme ich dem Film echt übel. Da gehe ich diesmal nicht mit dir mit. Also, ich glaube, wir gehen d'accord, die Logik des Plans ist bei mir eine 1. Und das ist noch sehr, sehr gnädig von mir. Finde ich. Die ist bei mir auch eine 1, ja, tatsächlich. Genau. Weil er zumindest Teile davon schon umgesetzt hat, mir egal. Ich dachte aber schon im ersten Moment, sorry, das ist einfach eine uncharismatische Nulpe. Der sieht aus wie so eine richtige Trantüte. Es kann auch sein, dass das an seinen Klamotten lag oder so, oder an diesem komischen Bart. Ich habe da ganz oft an Jonathan Frakes gedacht.
den Typen aus X-Factor. Oh, kenne ich nicht. Vielleicht war er mir deswegen auch erstmal eher sympathisch. Mit dem habe ich nicht so viel zu tun. Für mich war es einfach lame. Wie gesagt, den Plan habe ich auch nach dem dritten Durchlesen noch nicht so hundertprozentig gerafft. Schrägstrich. Ich habe ihn gerafft und wollte aber nicht wahrhaben, dass ich ihn gerafft habe. Auf dem Stadium okay. Bin ich eher, ja. Sein einziger Henchman bis dato wird einfach aus dem Glockenturm gekickt. Ja. Da habe ich übrigens einen, ich hoffe, der Gag kommt gut an, einen, wie ich finde, sehr Bitte? Lustigen Gag eingebaut in die Zusammenfassung des Films. Ah, okay. Das ist ein zeitloser Tod. Sehe ich ja dann, im Nachhinein höre ich dann. Achso, das war der Gag jetzt? Das okay. War der Gag, ja. Vielen Dank. Ja, Entschuldigung. Okay. gut, dass wir diesmal die Kamera laufen haben. Man sieht, wie ich gerade eben innerlich gestorben bin. Alles klar, naja. Also das bisschen, was nach dem Film noch übrig war. Nach dem ersten Endspiel kommt der Beißer, von dem ich insgesamt, nehme ich vorweg, enttäuscht war. Denn, also ja, sie geben ihm den Face-Turn, also er wird zum Guten, zum Guten am Ende. Also erstmal ist es der komplett gleiche Aufguss. Das funktioniert noch zwei, drei Szenen im Film, aber ist halt exakt das gleiche wie beim letzten Mal. Das macht zwar Spaß, aber man hat schon alles gesehen und es kommt jetzt auch keine neue Ebene dazu. Und dieses King Kong-Ding mit dem Giganten, der dann die kleine Blonde da findet und sich verliebt, die so ein bisschen Richtung hässliches Entlein geht irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so ein Fetisch-Ding war, aber ich wurde nicht wirklich warm. Ich freue mich wirklich für Richard Kiel und ich glaube, dass das damals, hätte es das Internet gegeben, wäre das die Leistung des Internets gewesen, den da wieder reinzubringen, weil die Fans ihn so sehr mochten. Deswegen freut mich das und ich bin da auch nicht böse. Aber das war jetzt nicht so das Wahre und das rechne ich auch nochmal auf Sir Hugo Drax drauf. So, der hat bei mir insgesamt eine 5,3. Das ist genauso wie Emilio Largo. Und das ist immer, das ist eine Benchmark, die muss man erreichen. Ist für mich eine Trantüte. Nee, hat für mich nicht funktioniert. Ja, Plan und fehlende Vorgeschichte, die schießen bei mir auch echt ein bisschen hart ins Minus, aber ich bin nicht ganz so sehr bei dir. Drax kriegt bei mir tatsächlich 0,3 Punkte mehr als Emilio Largo und landet auf dem drittletzten Platz, was die Bond-Bösewichte angeht bei mir, mit 6,3. Also so viel besser ist er bei mir auch nicht weggekommen, aber schon noch ein Tucken. Was ich mir am Ende dachte, denn sie kamen relativ spät mit diesem Arche-Noah-Prinzip um die Ecke, um das abzuschließen, das Bösewicht-Thema. Ich glaube, hätten sie den Charakter gedreht, weniger, ich weiß nicht mehr, was er war. Was wollte er denn sein? Einfach nur ein Anführer. Gottkönig. Ja, aber hätten sie das deutlich überdreht und ihn mehr so zum religiösen Hardliner gemacht, weißt du? Ich glaube, mit mehr extremen Zügen hätte das klappen können. Also das wirkte alles so ein bisschen halbgar. Und ja, er will das machen und ja, da sind die Leute und vielleicht. Aber hätten sie das viel, viel mehr überdreht, was interessant ist, denn das ist einer der überdrehtesten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Aber hätten sie diesen Charakter so ein bisschen intensiver gemacht, ein bisschen extremer, dann hätte das vielleicht über die religiöse Schiene funktionieren können. Wenn er sich als ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also Gottes entweder wirklich über die religiöse oder über die Neonazi-Schiene. Oder, ja gut, okay, ja. 79, das ist vielleicht sogar noch Nazi-Schiene, nicht Neonazi. Aber ja, eins von beiden hätten sie vielleicht, gut, dann wenn sie ihn Full-on-Nazi machen, dann hätten sie natürlich eine andere Tonalität für den ganzen Film gebraucht und nicht so Slapstick, richtig beschissene Gag-Style, sondern vielleicht ein bisschen was Ernsteres. Aber ja, vielleicht wäre das eine bessere Idee gewesen. Ich finde es so schade. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das ein guter Bond-Bösewicht hätte sein können, wenn sie die Story nicht so komplett verhunzt hätten. Ja, da ist sehr viel Wahres dran, was man auch auf den Film beziehen könnte. Aber bevor wir soweit sind, geben wir erstmal deinem Buddy-Count die Bühne und dann der lieben Melanie, die uns sagt, wie die Bond-Girls, allen voran Holly Goodhead, in diesem Film so waren. Bitteschön.
Der Bodycount in diesem Film, der ist etwas für die Mathefüchse unter euch, denn es sterben genau 9x9 Personen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich weiß nicht, was die Produzenten des letzten Bond-Films bei gedacht haben, als sie ihr Frauenbild in den Film irgendwie noch im Nachgang nochmal überdacht haben. Aber ich war der festen Überzeugung, sie könnten stolz sein können, weil mir die Frauen im letzten Film richtig, richtig gut gefallen haben. Aber was soll ich sagen, ich habe diesen Film geguckt und bin nur zu dem Schluss gekommen, dass der Fall extrem groß war. Die Frauendarstellung in diesem Film war nämlich meiner persönlichen Meinung nach eine absolute Vollkatastrophe. Wir haben uns zurückentwickelt, wir haben plötzlich irgendwie nur noch Sidekicks, die an der Seite von Bond spielen. Und das lässt sich anhand der Frauen, wenn wir uns die mal genauer angucken, sehr, sehr schnell und sehr, sehr deutlich darstellen. Wir haben einmal eine Pilotin, die Pilotin des Bösewichts in diesem Film, die heißt Corinne. Die quasi im Vergleich zu Bond oder im Verhältnis zu Bond eigentlich nur dafür da ist, irgendwelche Informationen preiszugeben. Also sie verfällt ihm quasi sofort und die beiden verbringen eine Nacht miteinander und in dieser Nacht entlockt er ihr quasi alle Infos, die er haben will. Und sie hat auch gar keine Probleme damit, sie auszuplaudern. Also sie gibt sie einfach weiter, beziehungsweise fällt so ein bisschen auf ihn rein und verfällt ihm und denkt sich dann, ja, okay, das ist schön, dann kann er das schon wissen. Ich habe ein bisschen Vertrauen zu ihm, das wird schon alles passen. Und naja, was soll ich sagen? Es endet einfach damit, dass sie ein paar Minuten später tot ist und einfach von ihrem Boss quasi von den Hunden, also die Hunde jagen sie und sie stirbt. Und es ist einfach enttäuschend, weil sie ist wirklich nur dafür da, irgendwie Informationen preiszugeben und hat ansonsten überhaupt gar keine Relevanz oder wird als Figur irgendwie nicht näher beleuchtet. Und ähnlich geht's mir mit dem zweiten Bond-Girl, Holly Goodhead, was erstmal den Punkt hat, dass Goodhead in Wirklichkeit für Blowjob steht, was sehr, sehr traurig ist. Das wusste ich auch nicht, bevor ich mich mit diesem Film auseinandergesetzt habe. Es hat mich ein bisschen angewidert, kann man fast sagen. Und auch ansonsten ist die Darstellung einfach nicht cool. Weil wir haben Holly Goodhead, die quasi, also ich kann es an drei Punkten festmachen, warum es mir im Vergleich zum letzten Film nicht so richtig gut gefällt. Und zwar als erstes, sie hat absolut keine Background-Story. Also man weiß, sie ist quasi Astronautin bei der NASA, hat das auch gelernt. Aber während wir im letzten Film irgendwie noch so einen Kontext hatten, dass die Figur getrauert hat und ihren Freund verloren hat und deshalb irgendwie einen persönlichen Antrieb hatte, warum sie diesen Job macht, ist das in dem Fall halt überhaupt nicht so. Wir wissen nicht viel über ihren Background und dementsprechend kommen wir dieser Figur auch nicht wirklich näher. Oder mir ging es so, dass ich irgendwie überhaupt gar keine Bindung zu ihr aufbauen konnte. Und der zweite Punkt ist einfach, die beiden, also Bond und Holly, haben irgendwie keine Chemie zueinander. Also für mich persönlich haben sie keine Chemie zueinander. Es prickelt nicht, wenn sie sich angucken. Man hat nicht das Gefühl, dass da von vornherein irgendwas zwischen den beiden steht, dass sie irgendwie eine Connection schaffen können. Und er flirtet die ganze Zeit mit ihr und sie gibt es auf eine sehr robuste, fast schon aggressive Art irgendwie wieder zurück, dass man die ganze Zeit denkt, nee, ich will auch gar nicht, dass die beiden was miteinander anfangen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und der dritte Punkt, warum mir das nicht gefallen hat, ist, dass sie sich von einer sehr, sehr starken Figur, die sie quasi am Anfang ist, wo sie ihn immer weiter zurückweist, zu einer total schwachen Figur weiterentwickelt. Also sie ist wirklich so, dass sie dann Schritt für Schritt auch Bond vielleicht ganz cool findet. Und als er dann eben rausfindet, dass sie auch in Wirklichkeit Agentin ist, ihm quasi auch verfällt und von da an ist eigentlich er derjenige, der Holly wiederum rettet. Also die beiden sind zum Beispiel auf einer Seilbahn, wo sie sich quasi, also sie tun sich zusammen, wollen dann ja gemeinsam den Bösewicht irgendwie catchen und sie sind zum Beispiel zusammen auf einer Seilbahn unterwegs und die ganze Sache droht kaputt, also die Seilbahn droht zu reißen und Bond ist derjenige, der sie rettet. Er rettet sie auch, als sie danach entführt wird. Er ist quasi derjenige, der wieder die Strippen zieht und der jedes Mal dafür zuständig ist, Holly quasi wieder aus den Scheißsituationen, in die sie gerade gerät, rauszuholen. Also sie ist da auch eine sehr statische Figur, nicht so richtig dynamisch, irgendwie nicht so jemand, der wirklich für seine eigenen Ideale dann da einsteht, sondern jemand, der am Ende auch wieder Bond verfällt. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht, weil, wie gesagt, im letzten Film haben wir so schön angefangen und ich habe gedacht, das kann eine Entwicklung sein, auf die man stolz sein kann, die auch gerne so weitergehen kann. Und das hat sich in dem Film leider nicht bewahrheitet. Also von daher, wir blicken auf den nächsten. Wir hoffen, dass er vielleicht an den vorherigen wieder anknüpft. Aber dieser Film war, naja, lasst es mich bescheiden nennen. Also da wäre Luft nach oben gewesen. Thank you.
Wir kommen zu unserem vorletzten Ding hier und zu einem unserer Highlights, nämlich der Top-Liste, wo wir einen Flop und drei Tops, also die Szenen aus dem Film, schildern. Manchmal mit einer Honorable Mention davor. Und das ist immer sehr, sehr schön. Denn ich möchte gleich beginnen mit meinem Flop. Und es wäre sehr einfach zu sagen, ich nehme die 8,5-minütige Szene, in der James Bond beobachtet von 42 Frauen mit einer Gummischlange ringt. Darf ich kurz einschaken? Das ist mein Lowlight. Das war nämlich offensichtlich richtig große Kackscheiße. Ich habe mich weggeschmissen. Ich habe mich hier und da weggeschmissen in dem Film, aber das war eine Szene, wo ich... Und es wurde mit jeder Minute schlimmer, weil das ging lange. Und die Frauen sahen noch nicht so aus, als warten sie auf seinen Tod, sondern als warten sie, dass die Szene vorbei ist. Das ging sehr, sehr lange. Ja, und da war ich komplett bei den Damen. Ich war ehrlich gesagt noch einen Schritt weiter und es war wirklich an dem Punkt schon so, dass ich gehofft habe, dass der Film einfach bald vorbei ist. Ich habe wirklich mehrfach geguckt, wie lang der Film noch läuft. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr amüsiert, ich war einfach nur nachhaltig genervt. Und also diese Schlange war halt so offensichtlich nicht echt. Sie haben ja nicht mal mit der Kamera gewackelt. Und wie er den Kopf festgehalten hat, wie so eine schlechte Zirkusnummer oder so. Ohne Scheiß. Da habe ich bessere fingierte Schlangenkämpfe von Hobby-Dokumentarfilmern aus der Grundschule gesehen. Das war wirklich gruselig. Ich möchte dann auf einer anderen Ebene die Seilbahn-Szene für meinen Flop benutzen, da du die Schlange hast. Vornherein, grundsätzlich finde ich die Idee schön und einige Shots waren sehr hübsch. Es war nicht alles schlecht. Aber die Aufmachung und der Schnitt war, finde ich, gruselig von vorne bis hinten. Also ich hatte keine Richtung, kein Ziel und keinen Flow in dieser Szene als Zuschauer. Ich wusste nicht, wer wohin fährt. Dann war da irgendein Typ, dann war Beißer da, dann war er auf der Seilbahn drauf oder am Seil, dann fuhr irgendwer hoch und runter. Plötzlich fallen Bond und die Frau 2 Meter runter auf irgendwie Gras oder so. Ich wusste von vorne bis hinten nicht, was das soll, wer wohin möchte und was gerade passiert. Ich habe den Sinn nicht verstanden von dieser Szene, außer dass es cool aussah. Die hat mich... Ja. Nee. Einfach weird. Kann ich eigentlich fast nur zustimmen. Also auch da wieder diese Slapstick-Geschichten drin. Ich konnte es irgendwann nicht mehr sehen. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Feind von Slapstick, wenn es gut eingesetzt ist. Aber meine Güte. So, du hast das Gefühl, es darf kein Setting nicht mindestens 2 Slapstick-Szenen haben. Und die waren einfach irgendwann nicht mehr lustig. Ich war wirklich, wie gesagt, irgendwann war ich von diesem Film nachhaltig genervt. Ach ja. Und ja, diese Szene hat da ihr Übriges getan. Also alleine schon, wie es endet, dass dann da Beißer sich Schock verliebt. Also, ach nee. Oh Gott, das Freunde, ist ja auch noch. Ja. Wirklich nee, nicht. Nee, dann, ja. Allein mit dem Ding und dieser komischen Musik, die war, glaube ich, aus irgendeinem anderen Film. Es ist mir egal, weg damit, komm. Top-Szenen jetzt. Und keine der Top-Szenen, kann ich jetzt schon sagen, ist die Star Wars Laserschlacht mit Blastergewehren am Ende. Spoiler. Ja, wird bei mir auch nicht zu finden sein, denn ehrlich gesagt sah auch die scheiße aus. Tut mir leid. Also, ich weiß auch nicht, wo sie. Gut, okay, wenn das Intro schon so viel Budget gefressen hat und die 80 Mal irgendwo aus dem Helikopter springen, dann weiß ich, wo das Budget hin ist, aber vielleicht hätten sie es woanders besser eingesetzt. Auf Wikipedia stand noch, sie haben das große Set für die Weltraumszenen in den Studios mit schwarzem Samt behangen, um es lichtdicht zu machen, und der hat ungefähr $60.000 gekostet. Boah. Nice. Gut. Why not? Mein dritter Platz. Kommen wir zu oder meinem Platz. Ich habe mich gerade eben vorgedrängelt. Wenn du möchtest, kannst du gerne zuerst. Es ist eine relativ kleine Szene, die sehr grausam ist. Es ist die Hundeverfolgung. Die Hunde, die hinter... Oh, ja. Weiß nicht mehr, wie die Frau heißt. Die Pilotin war das, glaube ich. Die hinter ihr herhetzen. Warte mal, kann ich dir sagen. Corinne Dufour. Danke, Monsieur Puck. Sie hetzen der Frau hinterher in den Wald. Und es ist eine kurze Action-Verfolgungsjagd. Wo mir bewusst wurde, wir sind nicht mehr Anfang der 60er Jahre. Das ist technisch auf einem sehr hohen Niveau und ich fand das wirklich stark gemacht von den Schnitten her und der Aufmachung. Das sah richtig gut aus. Ja, bin ich komplett bei dir. Ist nicht unter meinen Top 3, aber kommt nah dran. Also die fand ich auch, die hat mir auch ein flaues Gefühl im Magen gebracht, weil sie es auch klug gemacht haben,
das eben nicht einfach nur mehr schlecht als recht onscreen zu zeigen, sondern dass sie es einfach, ja, deiner Vorstellung überlassen, was da jetzt gleich passiert. Das haben sie wirklich stark gemacht. Mein Platz 3 ist gar nicht, zeitlich gar nicht so weit von dieser Szene entfernt. Das ist nämlich tatsächlich die Szene, in der Bond in der Zentrifuge zermatscht werden soll. Und ich fand die Art und Weise, wie sie da mit dem Sound spielen, wie sie mit den Schnitten spielen, wie alleine auch Roger Moore spielt, die hat trotz der Tatsache, dass ich offensichtlich wusste, dass er da nicht sterben wird, dafür gesorgt, dass ich wirklich in der Szene drin war und einen erhöhten Puls hatte. Also das fand ich, das hat wirklich körperlich was mit mir gemacht und das fand ich sehr, sehr stark. Kann ich wiederum unterschreiben. Ich möchte dennoch erwähnen, ich finde die Herleitung der Szene und wie die Szene entsteht und der Grund für die Szene, das ist Schwachsinn. Aber die Szene an sich war geil. Fand ich nicht ganz so schlimm, weil ich auch ehrlich gesagt zudem noch nicht so hundertprozentig wusste, dass Drax der Bösewicht ist. Ich habe es vermutet, aber ich war mir noch nicht ganz der sicher. Der superreiche Typ, denn ich habe ehrlich der gesagt sich ein noch Schloss aus Frankreich nach USA setzen lässt und Raketen besitzt. Ja, deswegen habe ich es vermutet. Das, auch die Tatsache, wie er da aussieht und wie er da in dem großen Raum sitzt. Dennoch habe ich, und das habe ich auch bis Ende des Films noch nicht verstanden, nicht gerafft, aus welchem unerfindlichen Grunde der Typ sein eigenes Raumschiff klauen soll. Also das war das, wo ich immer gedacht habe, das kann nicht der Hauptbösewicht sein, weil warum genau würde er das tun? Das ist doch total unsinnig. Ja, es ist unsinnig, aber er ist trotzdem der Bösewicht. Mein Platz 2 ist eine kleine, aber feine, gefühlvolle Szene, mit der ich mich auch von Bernard Lee als M verabschieden möchte. Die Tatsache, dass der Hugo Drax Bond überlistet und das Labor leerräumt und plötzlich ist, glaube ich, der Verteidigungsminister oder wer immer das ist gegen Bond und sagt, weg mit ihm, weg von dem Fall. Und Bond hat aber noch ein kleines Indiz, ein kleines Beweisstück gesammelt und Bond und M schaut ihn an und sagt, dann mach mal eine Urlaubsreise nach Brasilien oder sowas. Dieses Verständnis, das Vertrauen und die Beziehung der beiden. Das ist in den ersten Teilen war es ja sehr von oben herab und sehr, oh, Bond ist der Schambolzen auf der einen, aber der freche Rebell auf der anderen Seite, den man nicht irgendwie losschicken kann und der immer Kacke macht. Und hier war dann so eine vertraute Beziehung da, dass Bond ihm auf die Schulter klopft und sagt, dann mach alleine, ich kann dir jetzt nicht die Deckung geben, aber ich weiß, was du tust, ich weiß, dass es richtig ist, go, mach den Fall fertig. Und das fand ich sehr, sehr schön und hat mir irgendwie den Abschied von Bernard Lee ein bisschen leichter gemacht. Ja, möchte ich komplett so unterschreiben. Das ist mir auch aufgefallen. Das war eine sehr, 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 sehr schöne Szene. Die hat mir auch einen leicht warmen Platz im Herzen beschert. Überhaupt nicht warm ist mein Platz 2. Aber ich fand's lustig. Ich fand's badass. Das ist die Art von übertriebenem Bond-Gehabe, die ich total feiere. Und zwar ist es die Szene, in der Bond ganz casual den Attentäter beim Jagen aus dem Baum rotzt. So komplett mir nichts, dir nichts. Oh Mensch, da habe ich jetzt aber das Vogelchen, ich glaube Fasan oder so, den Fasan nicht getroffen. Das ist aber blöd gelaufen, ne? Ja gut, kann ja nicht immer klappen. Und zack, geht er weg. Das fand ich geil. Sorry, das war auch eine ziemliche Quatsch-Szene. Aber ich fand die noch vollkommen im Rahmen und die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das bereitet. War doch Drax Attentäter, oder verstehe ich das falsch? Genau, das war Drax Attentäter, der quasi Bond erschießen wollte und Drax wollte dann sagen, ja Mensch, das war jetzt ein Jagdunfall, das ist aber blöd gelaufen. Aber er hat doch ein Gewehr in der Hand, warum erschießt er ihn nicht selber? Es ist niemand da, der es sehen könnte. Ja, vielleicht will er sich die Hände nicht schmutzig machen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er auch einfach Angst gehabt, dass er sagt, okay, wenn ich jetzt hier direkt gegen Bond shoote, dann hat er noch irgendwie Plan B in der Hinterhand und dann komme ich da nicht lebend raus. Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo du sagst, ist schon eigentlich sinnvoll. Aber naja. Was ist in diesem Film schon sinnvoll? Eine Szene, die ich auch ausklammern möchte aus dem klamaukigen Müll, der sonst fabriziert wurde. Hups, Spoiler-Alarm. Mein Platz 1 ist die Fallschirmszene vom Anfang. Und ich fand sie wahnsinnig gut. Ich hätte die gleiche Szene in einem Film von 2021 wahnsinnig gut gefunden. Sie war sehr stark gemacht. Ich hatte das Adrenalin in meinen Adern bei diesem Fall, weil das ist natürlich, ne, du fällst freier Fall, Einheiten und Fallschirm und so. Richtig, richtig geil gemacht. Punkt. Wahnsinn. Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Ist nicht mein Platz 1,
Aber also was Action-Szenen angeht, würde ich sagen, mit Abstand das Beste, was der Film zu bieten hatte. Und eine der besten Sachen, die das Bond-Franchise bislang zu bieten hatte. Komplett. Ich überlege auch gerade, es ist, ich kenne jetzt auch nicht so viel auf Anhieb, aber was Fallschirmszenen angeht, freier Fall und so, glaube ich nicht, dass ich unbedingt schon mal was Besseres gesehen habe. Gut, ich habe jetzt nicht so viele im Kopf, aber auf jeden Fall war es eine verdammt gute Gut, Szene. danke. Also da bin ich komplett bei dir. Allerdings ist mein Platz 1 ein anderer und also wer den Film kennt und wer weiß, was so auf Platz 1 bei mir gerne mal landet, der könnte sich vielleicht schon denken, was es ist. Und zwar ist es die Szene zwischen Bond und Goodhead im Zimmer in Venedig, als er das komplette Zimmer auseinandernimmt und von Indiz zu Indiz dediziert, dass sie eine Agentin ist und irgendwann sogar wegen der ganzen Fallen und Gadgets rausfindet, ah, okay, sogar CIA, dann sind wir auf derselben Seite. Das fand ich von vorne bis hinten eine so geile Szene, wie er ihr immer überlegen ist, immer einen Schritt voraus und um diese ganzen unscheinbaren Gegenstände von A nach B trägt und sich das anguckt und dann sieht, okay, das ist hier auch irgendein Gadget. Das fand ich einfach geil. Das ist diese Art von, ja, mehr oder minder subtilem Agenten-Style, den ich mir von Bond wünsche und auf den ich mich jedes Mal wieder freue. Und das war eine pure Freude, diese komplette Szene. Ich fand sie gut. Insofern. Stimmt schon. Ja, das dürfte jetzt für wahrscheinlich relativ lange Zeit das letzte Gute gewesen sein, was wir über den Film zu sagen haben, oder? Warten wir es ab, wenn wir rübergehen ins Fazit. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich tatsächlich jetzt seit mehreren Tagen schon verfolgt, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe, auf den ich sehr gespannt bin. Lieber Johannes, was sagst du zu James Bond Moonraker? Ich hab's kurz gefasst, sage ich schon mal. Ich habe davon abgesehen, jetzt 3 Seiten zu schreiben, was krude und Murks war oder was vielleicht doch ganz gut war und so. Ich weiß eh nicht. Ich wollte so viel dazu sagen, wie der Film mir sagen wollte, könnte man vielleicht so formulieren. Ich habe in einer Kritik vom Globe gelesen, von damals, die zitiert wurde: Der Film ist wie Marzipan, so wenig Substanz, dass es im Mund schmilzt. Und das fasst es für mich sehr gut zusammen. Ich wurde unterhalten, keine Frage, aber ich konnte kaum irgendwas von dem Film im Kopf behalten, bevor es schon wieder herausgeflossen ist und ich es vergessen hatte. Wir hatten Filme, wo der Inhalt den Bösewicht overshadowed hat oder wo der Bösewicht Bond überlagert hat oder so. Was auch immer. Hier war Bond, finde ich, ganz gut. Der Bösewicht war für mich einfach schlecht. Aber die Story war so dermaßen hanebüchen und random, dass ich von beidem kaum was mitbekommen habe. Der Plan von Drax ist katastrophal. Also, wahrscheinlich sind selbst die Angels of Death damals, die irgendwie mit Krankheitserregern Nutztiere ausrotten wollten oder so. Wahrscheinlich macht selbst das noch mehr Sinn. Wir springen von einem Definitiv. schönen Ort zum nächsten. Fantastische Kulisse. Ich greife einen Punkt vorweg, es sind 10 Punkte für die Kulisse. So, irgendwann muss man die geben. Finde ich, ist angemessen, kann man machen. Ich sage jetzt nicht, ich spare mir die für immer auf, sondern es wird es wahrscheinlich noch häufiger geben in den Bond-Filmen. Es sind wahnsinnig geile Kulissen. Viele, viele Länder, viele, viele Orte, Weltraum, alles. Die Überleitung dazwischen ist so dürftig. Also die Hinweise, die Bond bekommt, um woanders hinzugehen, sind so gestellt und gekünstelt, einfach nur, um woanders hinzukommen, um was anderes zu filmen und zu sehen. Das ist der Wahnsinn. Also er hat nicht mal ein Indiz und reist einfach irgendwo hin und dann klappt es und genau da geht die Story weiter. Ich weiß nicht, was ich zu dem Film sagen soll. Ich sehe es irgendwie als einmaligen Ausreißer, einfach um Star Wars mitzunehmen, ne? Kein Vorwurf, war damals der Hype. Also der Erfolg gibt dem Film ja recht finanziell. Das hat sich ja absolut gelohnt für die. Ich hoffe nur, sie gehen halt jetzt direkt dann auch wieder zurück. So, dann würde ich das als lustigen Versuch stehen lassen, weil es war bunt und es war spektakulär und sie haben sich was getraut und ausprobiert und das ist eigentlich Sachen, die man kritisiert, weil das nicht passiert. Aber frag mich in 3 Wochen nochmal und ich werde dir nicht eine substanzielle Sache aus diesem Film sagen können, außer dem Fallschirmding. Außer, dass irgendwas mit Star Wars passiert ist. Punkt. Also,
ein wahnwitziger Fiebertraum, den ich wie auch in der Realität nach dem Aufstehen zu 99% vergessen habe. Ja. Ja, vieles ist gesagt. Nicht mit allem gehe ich konform. Wie gesagt, ich bleibe dabei, dass ich Hugo Drax als Villain an sich immer noch gut finde. Ich finde nur, er leidet einfach ganz, ganz stark unter dem unfassbar beschissenen Plot. Ich finde die Darsteller größtenteils toll. Ich mag es, dass wir Beißer wiedersehen, auch wenn sie ihn ein bisschen gebutschert haben. Ich mag seinen Turn am Ende, auch wenn ich die Hinleitung dahin total bekloppt finde. Ich halte den Bond für, und da komme ich gleich zu, aber spoiler ich schon mal, das ist tatsächlich der beste Bond, den wir bislang hatten, in meinen Augen. Nur der Bond. Der Und Charakter Bond, genau. der Charakter. Ja. Und das finde ich ultra schade, denn ich finde, Roger Moore hat hier einen wirklich bislang absolut genialen Bond hingezaubert. Und der geht komplett unter, weil der Film für den Rest total scheiße ist. Und das kann ich auch nicht groß anders sagen, denn für mich ist mit das Wichtigste bei einem Bond, und das mag jetzt vielleicht für viele lächerlich klingen, aber ist der Plot. Und der war, und das habe ich mir hier extra aufgeschrieben, unter aller Laserkanone. So, Wow. sorry, das war gar nichts. Und ja, ich weiß nicht, viel mehr gibt es jetzt ehrlich gesagt zu dem Film auch nicht zu sagen, was wir nicht schon gesagt hätten. Daher würde ich ganz gerne einmal ganz kurz auf meine Bewertung zu James Bond gehen. Denn, wie ich bereits erwähnt habe, wir hatten im letzten Film, Der Spion, der mich liebte, schon meinen Favorite Bond mit 7,3. Und der wird hier tatsächlich nochmal mit einer 7,5 leicht getoppt. Denn ich finde die moralische Verhältnismäßigkeit ziemlich gegeben. Allein schon die Tatsache, dass sie am Ende, auch, ich weiß, der Plot ist beschissen, aber sie machen es ja nun mal, dass sie am Ende quasi ihr Leben aufs Spiel setzen und so ganz, ganz knapp noch die Welt retten können. Oder zumindest 100 Millionen Menschen retten können. Die Fahrzeuge sind bekloppt, aber irgendwie auch ganz geil. Seine Fahrskills sind ordentlich. Ich finde, er haut ein paar wirklich coole Sprüche raus. Alles in allem ist das wirklich sehr überdurchschnittlich und für mich echt ein sehr, sehr guter Bond. Nur, naja, zum Film kommen wir danach. Ähnlich habe ich es auch bei Meta 6,7 insgesamt, nur in Anführungsstrichen. Das ist dennoch oberes Mittelfeld bis sehr oberes Mittelfeld. Er macht es richtig gut, er ist routiniert dabei. Es gibt in keiner Kategorie bei mir besondere Tiefs. Allerdings rennt er halt der komplett bekloppten Handlung hinterher. Und ja, Punkt. Einfach Punkt. Ist schade. Er war in guter Form, Ja. der Film leider nicht. Ich glaube, das ist genau das, was man. Es gibt ja den deutschen Untertitel oder den deutschen Zusatztitel Moonraker streng geheim. Ich bin dafür, dass wir es in Moonraker einfach schade umändern. Denn da ist ganz, ganz, ganz viel Potenzialskloro runtergespült worden. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich direkt zu meiner Bewertung von Moonraker Gerne. kommen. Also ich denke, was absolut unstrittig ist, sind die Nullpunkte beim Plot. Die habe ich auch. Die hab ich da vergeben und die sind also, die standen fest, bevor der Film komplett durchgelaufen war. Das ist wirklich also mehr als verdient und ganz knapp davor, dass ich hier Minuspunkte vergeben musste. Rausziehen tut es tatsächlich oder ins Positive ziehen tun es tatsächlich Musik mit 8 Punkten, immer noch mit, also ist gutes Mittelfeld. Von den Punkten, die ich bislang vergeben habe, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die Darsteller mit 9, weil ich die durch die Bank weg eigentlich gut fand. Die können halt nur mit dem arbeiten, was denen vorgesetzt wird, aber dafür haben sie es wirklich gut gemacht. Die Emotionen sind bei mir bei einer 3, weil ich den Plot überhaupt nicht ernst nehmen konnte und auch diese ganzen Slapstick-Einlagen überhaupt nicht gezündet haben bei mir. Und ja, insgesamt kommen wir damit auf eine 5,88, was insgesamt dann gerundet eine 5,9 ergibt und damit auch zu Recht auf dem bislang letzten Platz bei mir landet. Meiner hat insgesamt 6,0. Damit ist es 0,01, glaube ich, vor Leben und Sterben lassen, also vorletzter. Was zwei Gründe hat, nämlich wie gesagt die Kulisse, die war für mich top. Also optisch, die Abwechslung war geil. Da bin ich so frei. Und die Actionumsetzung habe ich auch auf einer 8. Es gab in Venedig so ein paar Studioaufnahmen, die waren so mittel bei der Verfolgungsjagd und auch bei der Rakete am Ende. War nicht 100%, aber wir gehen ja auch im Sinne der Zeit und wir sind Ende der 70er. Und wenn wir überlegen, wie damals diese Rakete ihr Maul aufgemacht hat vor 15 Jahren, um irgendwas zu Ja. fressen, ist das eine andere Dimension. Also Actionumsetzung hat auch noch 8.
Und das sind die beiden Punkte, die dafür sorgen, dass er am Ende 6,0 hat. Viel ist mittel- bis unterdurchschnittlich. Plot natürlich eine 0. Ja, es ist eine 6,0. Es ist kein Film, an den ich mich erinnern werde. Und auch definitiv kein Film, den ich mir im Nachgang nochmal anschauen werde. Nee, wirklich nicht. Der fällt aber sowas von durch alle Raster durch. Leider, aber da haben sie wirklich ganz, ganz hart dran gearbeitet, dass wir den nicht nochmal gucken wollen. Welchen wir allerdings gucken wollen, das ist der Film aus dem Jahre 1981, der als nächstes folgt, der da lautet In tödlicher Mission. Ich bin gespannt, das ist der drittletzte mit Roger Moore. Wir sind auch durch diese Ära jetzt fast schon bald wieder durch. Das ist und wir sind in den 80ern, nicht wahr? Ja, wir sind jetzt in den 80ern. Auch die 70er, also gefühlt, die 60er haben sich gezogen wie ein Kaugummi. Und die 70er, ich habe das Gefühl gehabt, wir sind gerade erst reingestartet. Ich bin sehr gespannt, weil wir ja, also klar, wir hatten die 60er, das waren die Beginne. So Sean Connery, wir erinnern uns an Dr. No, das war halt viel Detektivspiel, wenig Action. Die Anfänge des Films sozusagen, des Buntfilms. Dann hatten wir die 70er, wo es so ein bisschen wilder jetzt wurde. Und ich weiß, die 90er sind komplett spacig und die 2010er ist halt schon unsere Zeit, 2000er. Ich weiß nicht, was ich von den 80ern jetzt erwarten kann. In welche Richtung das geht. Kann ich mir überhaupt nicht irgendwas vorstellen. Nee, weiß ich auch nicht. Also auch in tödlicher Mission, das wirkt für mich wieder so ein bisschen wie irgendwas ja, wir sind ein bisschen mehr grounded und ich hoffe, dass ich mir das nicht nur einrede, sondern dass es auch wirklich so kommt. Pack den Laser weg, Bondi. Ja. Ja, komm. Hol deine Walter wieder raus und lass Star Wars sein, bitte. Das hätte gefehlt, wenn Q ihm noch so ein Laser-Update auf seine Walter gibt, dass er damit Laserstrahlen schießen kann. Ich glaube, das wird später irgendwann mal gehen. Oh je, ich hoffe nicht. Naja. Das war's von uns, Audio wie visuell beides mit dieser Folge. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Soll doch noch mal jemand sagen, dass wir uns nicht auch nach Jahren noch mal fortbewegen können. Technisch. Wenn das überhaupt klappt. Wir haben bisher schon 10 Folgen gehabt, es kommen noch einige weitere. Ich glaube, es gibt Mitte 20 Bond-Filme oder so. Bleibt dran, schaut oder hört euch die letzten an auf YouTube und auf unserem Podcast-Kanal. Wo immer ihr das wünscht, wo immer ihr wollt, lasst eine Bewertung oder Feedback da, das freut uns immer sehr. Ansonsten gibt es alle 2 bis 3 Wochen eine neue Bond-Folge. Wir bedanken uns. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Ciao. Steinwurf im Glashaus.